Hallo zusammen, heute geht's wieder um diesen Katalog 2023 und zwar um die Seite 9. Das ist die Seite hier drin und den Katalog könnt ihr bei uns abholen oder könnt ihn auch einfach unten im Videobeschrieb downloaden. Aber es geht jetzt um diese Kühlbox, diese Kompressor-Kühlbox, die Y35PX. Das ist eine 35 Liter Kühlbox mit einem Secop-Kompressor. Sie läuft auf 12 Volt und 230 Volt. Die hat ein integriertes Netzgerät, aber wir haben nur noch eine beschränkte Stückzahl von denen und nachher kommen die Geräte nur noch mit 12 Volt. Das heißt, sie werden mit diesem Kabel ausgeliefert, das kann man dann hier einstecken und hier über einen Zigarettenanzünder betreiben oder Kabel abschneiden und das Kabel kürzen und direkt anschließen. Dieses Gerät hier, das hat einen 230 Volt Anschluss, passt dieses Kabel dazu, hier jetzt mit Schuko-Stecker für den deutschen Markt. In der Schweiz haben wir einen Schweizer Stecker. In der Regel liefern wir in Deutschland deutsche Stecker aus, Österreich auch und in der Schweiz Schweizer. Wenn natürlich ein Deutscher in der Schweiz eine Box kauft und unbedingt einen deutschen Stecker will, muss er mit uns reden, kriegt er kein Thema. Problem ist, diese Kühlbox hat noch 230 Volt integriert. Und der Stromverbrauch, wir haben eine EU-Richtlinie, ist zu hoch oder die Zertifizierung ist zu aufwendig, weil wenn das einen 220 Volt Anschluss hat, muss es als Haushaltsgerät deklariert werden und somit die Normen der 12 Volt, also der Haushaltsgeräte erfüllen. Und diese Boxen haben ja das Problem, dass sie relativ klein sind, im Verhältnis zu Haushaltsgeräten, mit einem relativ kleinen Inhalt. Durch das wird aber die Oberfläche groß und der Energieverbrauch ist verhältnismäßig höher als Haushaltsgeräte. Jetzt gibt es einen Mitbewerber, der hat eine identische Box, die braucht dann auf 230 Volt viermal weniger Strom als auf 12 Volt. Wir messen hier bei dieser Box den 12 Volt Stromverbrauch nach einer alten DIN-Norm, 25 Grad außen, 5 Grad innen, und nach den neuesten Normen werden diese Stromverbräuche berechnet. Macht keinen Sinn. Neu, und jetzt kommt ja der Witz, wenn hier das Netzgerät, das ist im Prinzip das Identische, was das hier drin sitzt, dann ist der Stromverbrauch höher, als wenn es extern ist. Extern ist auch nicht erlaubt, aber bei den neuen Boxen, die kommen, ist dieses Netzgerät separat, dann hier anschließen und so wie ein Laptop mit externem Netzgerät betreiben. Funktioniert genau dasselbe. Es wäre natürlich schön, wenn das Netzgerät gerade drin ist. Wenn ihr das Netzgerät hier mit einem Teppichklebeband macht und hier anklebt, kommt es aufs Gleiche raus. Aber das ist der Stromverbrauch. Der Stromverbrauch dieser 35 Liter Box ist 8,7 Wattstunden pro Stunde. Bei 5 Grad innen, also im Hauptfach, schauen wir nachher an, und 25 Grad außen. Bei 32 Grad außen und 5 Grad innen braucht die Box 14,8 Watt. 14,8 Watt Stunden pro Stunde mal 24 Stunden gibt dann 350 Wattstunden pro Tag. 350 Wattstunden bei 32 Grad, das ist schon heftig,
Und diese Batterie zum Beispiel hier, das ist eine 100 Ampere Lithium Batterie, die hat 1280 Wattstunden. Das heißt, hiermit kann ich diese Box bei 32 Grad außen, auch nachts, im Schnitt etwa 3,5 Tage betreiben. Bei 5 und 20 Grad außen geht dann das schon das Doppelte, um die 7 Tage. Eben mit einer solchen Lithiumbatterie. Wir haben hier an dieser Box zwei solche Klappgriffe. Unten ist ein Magnet, das es unten anhängt. Man sieht es vielleicht. Auf der anderen Seite das Gleiche. Hier haben wir die ganze Bedienung. Und hier haben wir, da wird viel gefragt, so ein komisches Fach. Da kann man hier, hat einen Pfeil hier drücken, aufmachen und dann, wenn man den Deckel aufmacht, kann man es noch weiter aufmachen. Ich sage immer, das ist, um die Tausendernoten zu versorgen. Wenn wir schon offen haben, wir können den Deckel hier so öffnen, aber wir können den Deckel auch in die Richtung öffnen. Oder wir können den Deckel ganz wegnehmen. Wir haben hier eine Innenbeleuchtung, wir haben hier ein sogenanntes Warmfach. Hier ist es ca. 5 Grad wärmer wie eingestellt, weder hier in diesem Hauptfach. Die 1,5 Liter Flaschen kann ich hier stehen, reinstellen. Ist überhaupt kein Problem. Hier habe ich ein Trenngitter. Ich kann das auch rausnehmen, das ist auch kein Thema. Und hier unten sitzt ein Bodenablauf, da kann ich einen Zapfen rausnehmen. Aber wenn ihr den rausnehmt, läuft natürlich das Wasser dann ganz unten raus. Auf dieser Seite sitzt die Bedienung. Wir haben hier unter dieser Abdeckung einen USB-Anschluss, um zum Beispiel das Handy zu laden oder sonst irgendwas anzuhängen. Hier haben wir einen Notbetrieb. Ihr habt vielleicht die anderen Videos gesehen, da geht es genau gleich. Wenn wir hier auf Emergency gehen, wird der Thermostat überbrückt und der Unterspannungsschutz ganz runtergesetzt auf 9,6 Volt. Diese Kühlbox ist jetzt ausgeschaltet. Ihr seht, hier leuchtet nur diese orange Leuchte. Wenn ich hier auch wie bei den anderen Kühlboxen lange drauf drücke, kommt die Ist-Temperatur, das ist die Temperatur, die innen drin ist. Hier fängt die LED an zu grün zu leuchten. Man hört es vielleicht, der Kompressor läuft. Man hört ihn schwach, aber man hört ihn. Und wenn ich hier diese Taste Set drücke, kommt die sogenannte Soll-Temperatur. Das heißt, die Temperatur, die sein sollte. Und nach einer gewissen Zeit geht es wieder zurück auf die Ist-Temperatur. Also hier drücken und dann kann ich hier hoch und runter fahren mit der Temperatur von plus 10 bis minus 22 Grad. Also hier Set drücken und hier runterfahren bis minus 22 Grad. Er geht dann wieder zurück auf die plus 20. Wenn ich hier zweimal drücke, kann ich hier das Grad Celsius in Fahrenheit ändern. Wenn ich jetzt einen Moment warte, sind natürlich diese plus 20 Grad, die jetzt herrschen, 68 Fahrenheit. Also ich drücke hier wieder zweimal, stelle wieder um auf Celsius und dann sollten wieder die plus 20 Grad angezeigt werden. Wenn ich dreimal drücke, habe ich High, Low und Medium. Das ist der Unterspannungsschutz. Wenn wir ausgelegt sind die Boxen noch auf Bleibatterien, nicht auf Lithiumbatterien. Lithium haben ja eine höhere Spannung, etwa um 0,8 Volt. Aber bei einer Bleibatterie auf Medium wird die Bleibatterie etwa zur Hälfte entladen.
bei Low etwa um 70% und um High könnt ihr die Batterie nur etwa 20-30% rausziehen. Also wenn ihr ganz sicher sein wollt, wenn ihr fährt mit dem Auto und ihr habt nur die Starterbatterie im Auto auf High stellen, dann läuft die Box vielleicht eine Stunde, zwei, vielleicht auch drei, dann geht sie aus. Aber ihr seid 100% sicher, dass natürlich ihr wieder starten könnt. Hat aber den Nachteil, wenn ihr natürlich auf High stellt und ihr habt zum Beispiel ein Boot oder ein Wohnmobil, dann kann sein, dass die Box zu früh abschaltet, weil ihr die Zweitbatterie ja viel mehr entlasten könnt, weil ihr habt ja die Erstbatterie für den Motor, also da ist das Starten kein Problem. Also da kann man dann ruhig die Box auf Medium oder sogar Low runterstellen. Auch bei dieser Box ist es möglich, die Spannung zu messen, die hier an der Box anliegt. Ich drücke die zwei Tasten miteinander. Bis 50 kommt, dann drücke ich zweimal diese Taste und dann kommt hier 26,88 Volt. Warum 26,88 Volt? Die Box läuft hier jetzt übers Netzgerät und dann gehe ich von 230 Volt Netzspannung runter auf etwa 27 Volt und am Kompressor liegen dann 26,88 Volt an. Gestern habe ich euch eine Box vorgestellt, die B36P. Diese Box ist wesentlich kleiner, hat aber den gleichen Inhalt. Diese Box hier hat eine Länge über alles von 680 mm. Die gestern hatte nur 600, also da fehlen 4 cm. Diese Box hier hat eine Breite von 410, also so. Und die gestern hatte nur eine Breite von 36. Und die Höhe hatte die gestern eine Breite von 400 und die hat eine Höhe von 440. Diese Box, obwohl sie den gleichen Inhalt hat wie die von gestern, könnt ihr im Videoplay nachschauen, oder ich verlinke sie euch am Schluss. Die andere Box ist kleiner, aber hat fast den doppelten Stromverbrauch. Hier ist es so, dass wir natürlich eine dickere Isolation haben. Wir haben den dickeren Deckel und durch das ist der Stromverbrauch wesentlich kleiner. Durch das habe ich hier eine schönere Box. Und wenn ihr jetzt VW-Busfahrer seid, da gibt es eine ganze Menge mittlerweile und hinten habt ihr diese Ablage, dann kriegt ihr diese Box unten rein, unter diese Ablage und die Box ist einigermaßen versorgt. Hier kann ich drauf sitzen, also ich kann die Box als Sitzbank verwenden und zum Reinigen nehme ich eben, wie gesagt, den ganzen Deckel ab. Ich kann den auch verkehrt rumsetzen, das spielt absolut keine Rolle. Vom Einbau her, auch diese Box hier nimmt hier die Luft, saugt sie an, es hat einen Ventilator drin, zieht die durch den Wärmetauscher, der die Wärme abgibt, durch, an den Kompressor vorbei und hier wieder raus. Also man merkt hier auf dieser Seite einen leichten Luftzug, wenn die Box arbeitet oder wenn der Kompressor arbeitet. Also hier und hier sollten wir etwa 2-3 cm Luft lassen, dass wir die Box kühlen, weil wenn ihr die komplett einbaut, stimmen die Stromverbräuche, die ich euch vorher gesagt habe, natürlich nicht, weil die rechnen dann, hier ist es viel wärmer. Das hier ist die kleinere Box. Wir haben noch eine, die stelle ich dann morgen vor im Video. Die ist ein bisschen höher, da verlinke ich euch hier unten das Video. Und die von gestern, die genau gleich groß ist wie diese, da verlinke ich euch das Video hier oben. Ein Abo könnt ihr mir da lassen, dann seht ihr die ganze Serie, die ich jetzt bringe. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.